Moin ihr Lunken, mein Name ist Entenburg und heute gibt es einen ersten Eindruck zum Free-to-Play-MMO Der Herr der Ringe Online. Zunächst einmal ein paar grundsätzliche Infos. Das Spiel erschien in Europa und Amerika bereits im April 2007, zunächst wohlgemerkt als kostenpflichtiger Titel. Wir haben es hier also mit einem wahren Oldtimer unter den MMOs zu tun. Die erste Erweiterung, die Minen von Moria, erschien dann bereits im November 2008. Es folgten die Belagerung des Düsterwalds Ende 2009 und der Aufstieg Isengards 2011. Die vierte Erweiterung namens Die Reiter von Rohan erblickte im Oktober 2012 das Licht der Videospielwelt, woraufhin ein Jahr später Helm's Klamm folgte. Danach war erstmal Pause, bis im Jahr 2017 die Erweiterung Mordor und schließlich letztes Jahr das aktuelle Add-on Minas Morgul erschien. Puh, das ist eine ganz schön üppige Historie, die im Jahr 2010 zudem ein überaus einschneidendes Ereignis aufweist. Die Umstellung hin zum Free-to-Play-Modell. Damit ging natürlich eine umfassende Änderung der Spiel- und Bezahlstrukturen einher, auf die ich aber später noch zu sprechen komme. Zunächst ist es notwendig, darauf hinzuweisen, welchen Bezug ich zu Herr der Ringe Online habe. Denn das Multiplayer-Kleinod ging zum Release und auch noch einige Jahre danach sträflich an mir vorbei. Erst nach der Umstellung des Bezahlmodells und der Erkenntnis, Moment, du magst Herr der Ringe, du magst MMOs, schau doch mal rein vielleicht, habe ich das Teil auf meine Platte geladen. Allzu lang blieb's da allerdings nicht, ohne dass ich heute sagen könnte, warum, denn eigentlich gefielen mir die ersten Spielstunden durchaus ganz gut. Zeit also, dieses Versäumnis nachzuholen und herauszufinden, was der Klassiker für einen Neueinsteiger im Jahr 2020 so zu bieten hat. Beginnen wir mit dem Start ins Spiel und der obligatorischen Charaktererstellung. Als erstes steht die Wahl der Rasse an, wobei Menschen, Hochelfen, Zwerge, Hobbits, Elben und Beorninger ihre Dienste anbieten. Zudem gibt's noch die Starkäxte für all jene, die einen Zwerg spielen wollen, aber keinen Zwerg spielen wollen. Drei dieser Rassen sind allerdings hinter einer Paywall versteckt, so wie das häufiger mal in Free-to-Play-MMOs der Fall ist. Immerhin kann ich mit Ausnahme der Zwerge alle Rassen sowohl als männliche als auch als weibliche Exemplare spielen und im Falle der Zwerge hat das ja quasi Lore-Gründe. Auch die nicht vorhandene optische Diskrepanz zwischen männlichen und weiblichen Starkäxten lässt sich über die Story erklären, muss aber dennoch in schöner Regelmäßigkeit zu weniger schönen Situationen bei der Partnersuche führen. Hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Klassen gibt es auffallend viele unkonventionell klingende Ausrichtungen und in Gestalt des Hüters und des Runenbewahrers auch wieder zwei Bezahlklassen. Zudem ist der Beorninger ausschließlich als Beorninger zu spielen und somit also ebenfalls Premium-Content. Im Gratis-Segment stehen damit zur Wahl der Schurke, der Hauptmann, so eine Art Paladin mit Buff-Potenzial, der Waffenmeister als Kriegerklasse, der Wächter als tankige Kriegervariante, der Jäger, der Kundige, eine Support-Klasse und schließlich der Barde als Heiler. Vor dem Hintergrund der insgesamt doch limitierten Optionen entscheide ich mich für einen knuffigen Zwergenkrieger und lande nach Auswahl meines Heimatgebirges und einigen basalen Optikanpassungen in der Spielwelt. Dort angekommen werde ich von niemand Geringerem als Gandalf höchstpersönlich erwartet, der mir die erste Quest vermittelt. Bevor ich die aber beginne, werfe ich erstmal einen Blick auf das User-Interface. Hier sind erfreulich viele Elemente verschiebbar, insbesondere für ein so altes MMO, und ich kann schnell meine persönlichen Interface-Vorlieben umsetzen. Nun erwarten mich meine ersten Abenteuer und konfrontieren mich bereits mit dem ein oder anderen bekannten Gesicht. So treffe ich unter anderem auf Thorin, dessen Antlitz verglichen mit der späteren Verkörperung in den Hobbit-Filmen doch ein wenig unter den Jahren gelitten hat, oder muss Gimli vor einem Troll retten, gut eher so als moralische Unterstützung. Tatsächlich ist Gandalf derjenige, der regelt und den Troll in Stein verwandelt, was eine schöne Analogie zur berühmten Kochtopf-Szene aus dem Hobbit-Roman darstellt. Bevor ich aber zu einem der größten Pluspunkte komme, nämlich der Spielwelt und dem Setting des MMOs, erst einmal ein paar Bemerkungen zu Grafik und Design. Die Optik in Herr der Ringe Online ist natürlich ein Relikt ihrer Entstehungszeit und heutzutage kaum mehr als schön zu bezeichnen. Trotzdem quäle ich mich als Spieler auf einer visuellen Ebene keineswegs in einer Tour durch die Spielwelt, sondern bekomme an vielen Ecken Atmosphäre und Stimmung auf die Augen gedrückt. Das ist einerseits den landschaftlich und architektonisch soliden Designs geschuldet, andererseits aber vor allem auch schlicht dem Universum namens Herr der Ringe. Verschneite Berge, eine Zwergenschmiedehalle, in der man es mit dem Luftflimmer-Effekt vielleicht ein bisschen übertrieben hat, gemütliche Hobbit-Behausungen und elbische Örtlichkeiten entfalten einen Reiz jenseits von bloßer Textur und Grafik. Und wer wollte nicht schon immer mal mit seinen eigenen kleinen Stummelbeinchen über die berühmte Brandyweinbrücke watscheln? Mit Blick auf die Größe der Welt lässt ein Herauszoomen der Karte übrigens erahnen, dass man in diesem Spiel doch eine Menge unterwegs sein kann, ohne dasselbe Areal zweimal zu sehen. Ein etwas gewöhnungsbedürftiges, aber für mich durchaus funktionierendes Element ist darüber hinaus die große Schrift über den Köpfen der Charaktere, die mir Gespräche und Geschichten präsentiert. Auf diese Weise werde ich deutlich seltener aus der Welt und hinein in eine Dialogbox geworfen, was ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist. Schade ist hier lediglich, dass mitunter die ein oder andere Namensplakette rüde von der Spielwelt verschluckt wird und dann ein bisschen Kameraarbeit erfordert. Kommen wir nun zum Kampfsystem und den Quests. In Herr der Ringe Online haben wir es mit einem klassischen Tap-Target-System zu tun. Um einen Vergleich zu bemühen, erinnern mich die Scharmützel insgesamt am ehesten an das Kämpfen in Classic WoW.
Der Gegner kann meinen Angriffen ausweichen oder ihnen widerstehen und ich seinen umgekehrt genauso. Für ein Spiel diesen Jahrgangs sind die Animationen überraschend geschmeidig und der Global Cooldown ist zwar nicht gerade kurz, aber dank der flüssigen Übergänge zwischen den Skills auch nicht sonderlich störend. Mein Waffenmeister gehört zudem zum Typ der sogenannten Builder-Spender-Klassen. Mit der Zeit baue ich durch Einsatz meiner schwächeren Skills die Ressource Leidenschaft auf, die ich dann für mächtigere Angriffe nutzen kann. Ein Klassiker. Auf Level 6 schalte ich bereits die Spezialisierung in meiner Klasse frei. In meinem Fall stehen dabei der Meister der Kampfkunst, der Berserker und der tödliche Sturm zur Wahl. Ersterer ist ein offensiv ausgelegter Tank, beim Berserker geht's um Crits und Single-Target-Damage und die Sturmausrichtung offeriert interessanterweise vor allem AOE-Power. Ich entscheide mich für den Berserker, bekomme jedoch anschließend nicht wie erwartet meinen ersten Talentpunkt zum Verteilen, sondern darf mir das Ganze erstmal aus der Ferne ansehen. Eine Spezialisierung wählen und diese dann mit dem ersten Punkt beginnen, ist ohnehin ein überbewertetes Konzept. Neben den Klasseneigenschaften gibt es übrigens auch noch Rasseneigenschaften, deren Slots mit der Zeit freigeschaltet werden, sowie Tugendskills als Belohnung für spezifische Taten im Spiel. Hinsichtlich der Quests in Herr der Ringe Online schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das erste freut sich über viele, doch recht hochwertig inszenierte Aufgaben, die öfter mal bekannte Figuren beinhalten und sich bemühen, tatsächlich eine Geschichte zu erzählen. Das andere möchte allerdings in Batteriesäure baden, wenn es Quests erledigen muss, die aus dem Zurücklegen völlig unnötiger Laufwege oder dem Töten von Bären bestehen, von denen in der näheren Umgebung gefühlt einer alle 20 Minuten mal spawnt. Genauso wie beim Kampfsystem sind also auch hier Parallelen zu anderen oldschooligen MMOs wie dem bereits angesprochenen Classic WoW zu erkennen. Auch das Leveln zieht sich übrigens eine ganze Weile hin. Vor dem Hintergrund dieser Umstände könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade Fans der traditionellen Art von MMO an Herr der Ringe Online Gefallen finden könnten. Deutlich weniger oldschoolig mutet die Anzahl der zur Verfügung stehenden Reittiere an. Zwar sind diese thematisch vor allem auf die Typen Pferd, Widder und Hirsch begrenzt, dafür ist die Auswahl in jeder Hinsicht umfassend und bietet Reittiersammlern eine Menge Beschäftigung. Sobald ich Level 15 erreiche, darf ich darüber hinaus gegen eine Gebühr von 10 Silber einen Nachnamen für meinen Helden festlegen. Warum das allerdings kein Feature ist, das bereits bei der Charaktererstellung angeboten wird, erschließt sich mir nur so mittelmäßig. Ebenso übrigens wie das optionale Schnellreisesystem, bei dem die Pay-Währung Mithril-Münzen fällig wird. Wer kauft sich bitte für Echtgeld virtuelles Cash, um damit dann schneller zum Questziel zu reisen? Aber wo wir schon beim Thema sind, haken wir direkt mal den Punkt Ingame-Shop mit ab. Wie jedes Free-to-Play-MMO muss natürlich auch Herr der Ringe Online Geld verdienen. Dafür werden neben den eingangs erwähnten Klassen und Rassen auch die Erweiterungen feilgeboten, ähnlich wie das zum Beispiel in Elder Scrolls Online der Fall ist. Darüber hinaus gibt es diverse Boost-Items, Reittiere, Handwerkspakete und vieles mehr zu erstehen. Doch auch wenn das Shopfenster geschlossen ist, werde ich immer wieder mit der Möglichkeit konfrontiert, Spielinhalte für Echtgeld freizuschalten oder zu beschleunigen. Im Gegensatz zum üblichen Pay-to-Win-Fokus scheint das hier, zumindest auf den ersten Blick, der primäre Monetarisierungsansatz zu sein. Da die Zeit mal wieder drängt, folgen nun zum Abschluss drei weitere relevante Aspekte in komprimierter Form. Erstens das Handwerkssystem. Hier erlerne ich schönerweise keinen einzelnen Beruf, sondern einen kompletten Berufszweig. Als Waffenbauer beherrsche ich beispielsweise die Disziplinen Waffenschmied, Schürfer und Drechsler, da alle drei für den Beruf relevant sind. Cooles System. Auch Housing ist übrigens als Spielinhalt vorhanden. Darüber hinaus stehen mir ab Level 10 die epischen Schlachten zur Verfügung. Diese befördern mich in eine Art instanzierte Kampagne. Leider spendiert man mir hier aber keine wirkliche Einführung in diese Art von Inhalt, sodass mich das epische Szenario vor allem episch überfordert. Zudem scheine ich trotz Levelangleichung vollkommen unterlegen zu sein. Die Gegner gönnen mir einen Heidenschaden, ich hingegen krieg nicht mal die Enterhaken kaputt, obwohl das Spiel genau das von mir verlangt. Es drängt sich insgesamt der Eindruck auf, dass es sich hier durchaus um einen recht einzigartigen und spaßigen Spielinhalt handeln könnte. Verschiedene Verdienstmissionen bestimmen bei erfolgreicher Bewältigung die Höhe meiner Belohnung, ich kann Einheiten Befehle geben und vieles weitere, nur wird man als Neuling hier bedauerlicherweise massiv ins kalte Wasser geschmissen. Es hilft überdies auch nicht sonderlich, dass dieser Content solo absolvierbar ist und auch solo absolviert wurde, da ich leider keine Gruppe bekommen konnte. Auch der dritte und letzte Aspekt, das Monsterspiel, wird nur so medium gut eingeführt. Dabei handelt es sich um das PvP-System in Herr der Ringe Online, bei dem ich als Monster gegen andere Spieler kämpfen kann oder selber gegen die Schergen Saurons antrete. Hier habe ich die Möglichkeit, peu à peu neue Skills und Perks zu verdienen, Gebiete einzunehmen und mein Monster zu perfektionieren. Allerdings habe ich bei meinem Rundgang über die Ätnenöden keine einzige Seele zu Gesicht bekommen. Kann daran liegen, dass mir noch irgendeine Einführung oder Freischaltung gefehlt hat oder dass PvP einfach woanders oder generell nicht mehr so aktiv stattfindet. In jedem Fall war auch hier das erste Kennenlernen leider kein tiefgründiges Gespräch bei Kerzenlicht und Spaghetti Carbonara, sondern eher Speeddating im Gemeindezentrum Bottrop-Kirchhellen. Natürlich ist abschließend zu erwähnen, dass viele Inhalte wie beispielsweise das berittene Kämpfen erst mit gewissen Erweiterungen eingeführt wurden und das hier nur ein allererster zaghafter Eindruck ist.
Trotzdem konnte ich feststellen, dass Herr der Ringe Online viele Tugenden mitbringt, die vor allem für Fans des ursprünglicheren MMO-Ansatzes ihren Reiz haben. Die Welt und ihre Charaktere versprühen nicht nur, aber natürlich vor allem für Herr der Ringe-Fans eine ganze Menge Charme. Leider hinterließ der Zahn der Zeit aber auch an diesem Spiel doch deutliche Spuren und gerade für Einsteiger fallen die Einführungen insgesamt schlicht zu dürftig aus. Trotzdem kann ich die Liebe vieler Spieler zu Herr der Ringe Online durchaus nachvollziehen. Wie immer gilt, wenn ihr Veteranen in diesem MMO seid, schreibt gerne in die Kommentare, warum man dem Spiel aus eurer Sicht auf jeden Fall mal eine Chance geben kann. Und solltet ihr auf euren Abenteuern irgendwann innehalten und albern in euch hineinkichern, weil ihr den Zwerg Tinder seht, so wisset, dass ein paar Hügel weiter der Zwerg Tinder steht. Euer Entenburger.